Wunderschönen guten Tag. Heute zum Backstage Talk Nummer 12. Tatsächlich. Ich musste gerade selber nachgucken, welcher das ist. Wir haben schon 11 vorangegangene Talks gemacht. Heute im Doppelpack. Meinen heutigen Gast oder meine heutigen Gäste darf ich beschreiben als, also sie kommen immer zu zweit, sie sind farbenfroh, eine unglaublich markante Lache, wobei man nicht weiß, ob man jetzt denjenigen welchen wiederbeleben muss oder ob es dann wirklich Lachen ist. Und er oder sie hat einen wunderschönen, durchgängig behaarten Po. Hallo Mucki. Und nicht nur Mucki, hallo Laura Mark, meine Lieblingskollegin. Darf ich jetzt? Mann, so, ich hab's gelüftet. Man wird das gar nicht. Aber der haarige Arsch hier. Achso, Mucki. Mucki, komm mal. Hopp, ich will den Popcorn hier. Ja. Schön, dass du zu Gast, schön, dass ihr beide Gast bei uns seid, heute im Backstage Talk. Ich habe schon ein paar Mal versucht bei dir, aber heute bist du mal gekommen. Was denn? Du bist jetzt falsch formuliert? Tut mir leid. Also du bist jetzt hier im Kino. Ja, also ich bin halt nicht so leicht zu haben. Es dauert halt immer ein bisschen länger. Man muss halt ein bisschen Mühe geben, ne? Boah, so gelogen. Was? Also eigentlich hat sie öfters Zeit. Wir schweifen ab jetzt. Reiß dich doch mal zusammen. Ich bin voll da. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich ganz kurz vor, ohne zu viel zu verraten, bitte. Für alle, die mich nicht kennen, ich kenne mich ja selber gar nicht richtig, beziehungsweise welche meiner Persönlichkeiten soll ich vorstellen? Es sind a lot of, ehrlich gesagt. Phasenweise introvertiert, das glaubt mir keiner. Extrovertiert, aber nicht zum gleichen Maß. Ich glaube, ich bin sogar mehr introvertiert als extrovertiert. Auch wenn das nicht, also wegen Glauben glaubt man nicht so. Aber ist so. Bist du fertig? Ja. Okay, ich habe mich gerade mit Mucki beschäftigt. Ich glaube, ich habe mich ziemlich gut beschrieben. So, meine Liebe, hast du schon mal einen Backstage-Talk von uns gesehen? Ja, mit dir. Stark, ich war oft dabei. Nee, also wir zusammen haben den neulich geguckt. Ja, stimmt. Stimmt, mit Frank. Ja. Dann weißt du ja, wie das grob abläuft. Und zwar werde ich dir jetzt auch kurze Fragen stellen, die du denn aus der Kanone heraus bitte beantwortest. Okay. Fühlst du dich bereit, dass wir loslegen können? Nein, aber mach. Nein, aber mach. Mach einfach. Oh. Okay, ich leg einfach mal los. Kannst du dich an den letzten Film erinnern, der dich richtig zum Lachen gebracht hat? Der letzte Film, der mich richtig zum Lachen gebracht hat? Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Oh. Ich weiß nicht mehr, wer mich zuletzt zum Weinen gebracht hat, aber zum Lachen fällt mir. Okay, nimm den. Stark. Scheiße, ich kann mir mal keine Filmnamen merken. Terminator? Ja, genau. Da muss ich immer weinen. Okay, nächste Frage. Ich esse gerne. Viel. Folgende Sachen. Hör zu, ich stelle dir drei Fragen. Laura Mark, ich würde echt gern mal wieder. Zweite Frage. Wow, ich würde echt gern mal wieder. Oder dritte Frage. Boah, ich würde echt gern mal wieder. Drei Fragen, drei Antworten, bitte. Boah. Ich würde echt gern mal wieder Spaß haben. Okay, das war die erste Frage. Und ich würde echt gern mal wieder. Boah, ich würde echt gern mal wieder richtig schön Spaß haben. Ja, und okay, und die nächste? Oh, ich würde so echt gern mal wieder. Boah, also ich würde echt gern mal wieder so richtig harten Spaß haben. Okay, Lieblingsfreizeitaktivität. Also, meine Lieblingsfreizeitaktivität ist momentan ein bisschen eingeschlafen, aber ich hoffe, die kommt bald wieder. Mhm. Ansonsten ist es Shoppen. Okay, das ist ja ungewöhnlich für eine Frau. Ja? Ja. Ja, ja. Ja, nee, also eigentlich Mode interessiert mich nicht so. Hm. Aber doch, Shoppen, was war die Frage? Ja, Freizeit. nächste. Okay. Lieblingsspielzeug von Mucki. Hat er eins? Ja. Oh. Bälle. Ach so, okay. Oh, Mucki hat den Rührstab gefunden. Oder was, dein Lieblingsspielzeug ist momentan Ilja. Was? Ilja, ein Bekannter. Okay, wenn ich nicht hier wäre, wäre ich? Wahrscheinlich noch im Bett.
Oder in der Badewanne. Wahrscheinlich in der Badewanne. Ich habe mir safe beim Aufschreiben dieser Fragen gedacht, sie wird bestimmt sagen, noch im Bett. Okay, nächste Frage. Wie alt bin ich? Also wie alt bist du? Du, ich. Nee, du. Also ich. Nee, du. Ja. 26. Ja. Okay, 36, ja. Also, alles klar. Eis oder Kuchen? Eis. Lieblingsliebhaber bei BTN? Du. Okay. Bist du vergeben? Nein. Oh Gott, das wird ganz schön hitzig hier, hör mal. Sollen wir die Nummer einblenden unten? Ja, geht das? Ja. Und mein Instagram-Account auch? Ja. Den wirklich. Aber nicht mein echtes Alter, das wäre cool. Und wir können doch gerne noch die Adresse, die private mit einblenden, dass die dann wirklich dich besuchen können, die Leute. Oh, das wäre nice. Oder? Habe ich mir gedacht. Easy. Schön. Danke. Hat sich jetzt schon gelohnt. Das waren die kurzen Fragen. Bist du bereit für die langen? Ach so, also ja. Laura. Ja. Also auch da muss ich sagen, wir haben viele schöne Fragen bekommen. Es war ein ganzer Teil natürlich zu BTN, aber auch viele Sachen, die die private Laura natürlich im Vordergrund stellen. Wir arbeiten erstmal die ganzen BTN-Sachen durch und dann kommen wir zu den anderen Fragen. Da ist ein Typ mit der Kamera. Sieht gar nicht so schlecht aus. Hi. Ist der eigentlich noch Single? Für dich ja. Ja? So, Frage Nummer 1. Nummer kriegst du später. Wie bist du zu BTN gekommen? Wie bin ich zu BTN gekommen? Tatsächlich wollte ich mich gerade als Friseurin selbstständig machen. Mhm. Hab auch schon Businessplan geschrieben und mir Läden angeguckt. Und dann habe ich eine Freundin zum Casting begleitet. Die eigentlich zu BTN wollte? Die einfach nur so ein Filmpool-Casting, glaube ich, gemacht hat. Und da war ich noch in Hamburg. Und ich war auf dem Kiez stockbesoffen, aber habe wirklich alles, ich war auf dem Fischmarkt. Ich war stockbesoffen sind meistens gute Voraussetzungen, um Schauspieler zu werden, habe ich gehört. Um bei BTN mitzumachen. Hier ist auch Jackie Cola drin. Genau, und dann habe ich die begleitet und dann ging das Casting los und ich habe unten gewartet und ich völlig besoffen. Und dann kam eine Casterin und meinte so, hey, das Casting hat angefangen. Ja, ich weiß. Ja, aber warum bist du noch hier? Bist du rein? Ich so, nee, dann mache ich ja nicht. Ich bin ja nur Begleitung. Ja, ja, und dann war es auch so. Und dann meinte sie, ja, du bist ja voll interessant. Ich so, ja, weil ich voll bin. Quatsch. Ja, naja, dann haben wir halt irgendwie Nummern ausgetauscht, E-Mail ausgetauscht. Das war ein Freitag, dann haben die sich Montag gemeldet. Dann dachte ich, naja, gehst mal zum Casting hin. Hm. Kostet ja nichts. Dann bin ich zu spät gekommen. Ich komme ganz selten zu spät. Was ja auch nicht immer schlecht ist. Ja. Und dann habe ich dieses Casting gemacht. Und weil ich zu spät war, wusste ich gar nicht, um was es geht. Habe dann gedacht, okay, da sind noch vier andere Leute, die quatschen dann und machen das, dann kann ich das sehen. Und dann musste ich das aber als erstes machen. Okay. Und dann habe ich das gemacht. Und dann haben die mich angerufen. Und dann. Und war das direkt für die Rolle, so wie wir sie heute kennen? Nee, ich habe tatsächlich, oh Gott, das weiß, glaube ich, fast gar keiner. Du hast für die Rolle Joe vorgesprochen? Ja. Ach, ja. Nee, ich habe tatsächlich, wie hieß denn das, irgendein anderes auch Format auf RTL 2, was war das? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Kein BTN, kein Köln, irgend sowas, ja, irgendwie sowas, da habe ich dann irgend so eine Nebenrolle Linda gespielt. Okay. Und dann kam BTN. Okay. Und dann wollte ich 3 Monate bleiben. Und dann sind es doch ein paar Monate länger. Ja. Wie lange bist du jetzt dabei? 10 Jahre. Stark. Dieser junge Mann, hast du den am Set kennengelernt oder wie ist es dazu gekommen, dass Mucki heute der bekannteste Serienhund ist? Oh. Ich hatte immer schon Hunde, wir sind mit Hunden groß geworden und wollte immer einen haben. Gerade dann, als ich dann hier nach Berlin gekommen bin, ist man ja auch irgendwie so lost. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, kannst du nicht bringen. Du kannst nicht in so einer Großstadt wie Berlin, die jetzt ein Tier anschaffen, also geschweige einen Hund. Ja, die Verantwortung schwierig. Und alles, ne? Und dann habe ich 3 Jahre überlegt und die Sehnsucht ist immer größer geworden. Und ja, dann habe ich einfach gar nicht so richtig nachgedacht. Habe es halt einfach gemacht. Dann gab es richtig Stress mit der Arbeit. Ja. Mit dem Ex-Chef damals noch. Liebe Grüße an Rogenhang. Der beste Chef überhaupt. Auch wenn er Choleriker ist. Sind viele. Aber der ist ehrlich. Das ist wichtig.
Ja, und wie kam Mucki denn schlussendlich dann ins Ohr? Ja, genau. Dann hieß es erst, ich darf ihn nicht haben und ich habe ihn immer heimlich mitgenommen, bla bla bla. Und letztendlich kam dann das Story Apartment Team aus Köln zu Besuch nach Berlin und meinten so, hey Laura, hättest du noch eine Idee? Weil ich war zu dem damaligen Zeitpunkt mit Rolle Basti zusammen. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, die Rollen sind ja Rollen vertauscht quasi mal. Also er ist so der weibliche Part. Und Paula war eher so der männliche Part. Und dann meinte ich so, ja, wie wäre es dann, wenn Basti jetzt auf die Idee kommt, ein Kind haben zu wollen. Mhm. Aber Paula will das halt noch nicht. Und dann kommt erstmal ein Hund. Ja. Oh, voll die krasse Idee. Aber woher kriegen wir einen Hund? Zufällig haben wir einen. Ja, da ist er wieder. Okay. Du bist 10 Jahre dabei, Mucki 7. Mhm. Wie viele Jahre wären es noch? Wer weiß. Also ich sag ja mal so, man muss sich auch trauen, aus der Komfortzone rauszutreten. Mhm. Man muss die Entscheidung irgendwann nur fällen und treffen. Mhm. Sonst wären wir ja auch nicht hier. Mhm. Man hätte ja auch alle so einen soliden 9-5 Job machen können. Ja, ich hätte vielleicht jetzt noch als Friseurin in Hamburg gearbeitet. Genau, genau. Ja, ich muss sagen, das Drehen mit dir macht mir sehr viel Spaß. Und sollte es irgendwann mal zu dem Tag kommen, dass du nicht mehr dabei wärst, da wäre schon, würde mir ein Stück fehlen, muss ich sagen. Ja, aber Gott sei Dank ist das ja nicht so. Weil unsere beiden Rollen, falls wir ein paar PTN-Zuschauer dabei haben, die noch nicht so lange dabei waren, die haben eine ganze Menge schon durchgemacht. Also ich muss dazu sagen, bevor ich jetzt die Fragen weiterstelle, dass Paula oder Laura oder wie auch immer meine erste Spielpartnerin war, meine erste große Spielpartnerin war und die mich auch so ein bisschen schauspielerisch an die Hand genommen hat, wo ich mir auch viel, viel, viel abgucken konnte. Und wo wir dann damals direkt so eine sehr große, tragende Rolle bekommen haben, wo ich immer noch zurückblicke und sage, boah, das war cool, es hat Spaß gemacht, war nicht immer einfach, aber war schön. Schwierige Zeiten schweißen ja auch zusammen. Ja. Nächste Frage, BTN. Bist du traurig, dass Theo weg ist? Absolut nicht. Oh, das ist ziemlich eindeutig. wie echt sind Sexszenen bei BTN? Darf ich das sagen? Ja. Wir ziehen immer durch. Und niemals antäuschen. Niemals antäuschen. Auch wenn man sich fragt, weil dann ist es vor der Kamera, dann ist auch die Überraschung von dem Gegenspieler einfach umso größer, wenn man es dann einfach durchzieht. Das war mit dir ziemlich oft überraschend. Gibt es unangenehmes Küssen vor der Kamera? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Also nicht alle Kussszenen sind schön. Nein. Absolutely not. Ja, also ich meine, wir wissen ja, was für ein Format wir sind und dass es halt keine gelernten Schauspieler sind. Und wenn die dann halt tatsächlich noch nie so eine Kussszene gedreht haben, kann ich jetzt zum Beispiel als Gegenpart, der das schon ein bisschen länger macht, sich mit dem Mund manchmal fusselig reden. Aber dann wird der Mund trotzdem nass gemacht, weißt du? Mhm. Mhm. Und ich hatte schon Spielpartner, die dann einfach komplett durchgezogen haben. Und ich dann danach gar nichts mehr im Gesicht hatte, ja. Make-up-technisch, weil alles klitschnass war. Und es gab auch schon Phasen, wo ich dachte, also wäre das privat, hätte er jetzt eine Anzeige gehabt. Also frage ich mich wirklich, wer küsst so? Ja, das muss nicht unbedingt geil sein. Nee. Viel ist nicht immer, nee, immer gut. Boah. Rückblickend auf deine ganze BTN-Jahre. Mhm. Sag mir bitte das größte Highlight in Form von, was war der schönste Dreh, was war der peinlichste Dreh, was war der verrückteste und was war der beste? Fangen wir mal an. Was war der verrückteste Dreh? Der verrückteste Dreh. Boah, 10 Jahre. Hm, ist eine Menge. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall die Paula Joe Hochzeit. Hm. Die fand ich schon ziemlich krass. Da darf ich aber jetzt leider nicht so viel talken, was daran so verrückt war, weil das hinter den Kulissen. Ach so, okay. Nicht mich betreffend, weil ich da ja tatsächlich sehr viel gearbeitet habe und keinen Schluck Alkohol getrunken habe nach Feierabend. Wie alle anderen. Ach so, verstehe. Nach Feierabend dann.
Das war schon ziemlich verrückt. Wir haben ja auch da geschlafen. Ja, okay. Und so. Was war der schönste Dreh? Später, du kriegst ja meine Nummer noch, beruhige dich. Justin wird unruhig. Nichts. Der schönste Dreh. Der schönste Dreh. Es gab wirklich viele schöne Drehs. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an meinen ersten Dreh. Mhm. Der war schön, jetzt nicht der schönste, aber es war halt krass aufregend. So, ja, besonders. Ja, genau. Der erste war Mal besonders. Besonders. Mhm. Zweideutig hier heute, Alter. Alter. Was? Der peinlichste. Gab's da einen? Ja, mehrere auch. Also viele mit Rolle Basti. Mhm. Wegen der Rolle Basti. Okay. Nein, oder dass man halt irgendwie bei Minusgraden da auf einmal in Unterwäsche vorm Laden rumlaufen muss und sich da einen abfriert und dann hat man da keine Wärme oder so. Und, ja, okay. Würde man ja normalerweise in der Öffentlichkeit nicht machen. Nee, also und der nicht, wenn es so kalt ist. Der Beste? Der Beste. Tatsächlich fand ich, auch wenn der Hochzeitsdreh so anstrengend war, ja, also der mit Joe, fand ich, war das der Beste, weil da die Cutter direkt noch saßen. Also das war halt einfach so groß. Und so, dass man gedacht hat, boah, krass, was habe ich eigentlich für talentierte Kollegen? Weil wir da ja alle zusammengekommen sind und da so ein Riesenkomplex mit mehreren Kameras, verschiedene Szenen in einer Szene zusammengedreht worden ist. Und da war ich echt von einigen überrascht und dachte so, boah, krass. Werden einige ganz schön unterschätzt. Meinst du aber auch vor und hinter der Kamera? Ja, ja. Ja. Paula versus Laura. Versteht ihr euch? Oder würdest du sagen, du bist groß anders wie deine Rolle? Ja, glaubt man nicht, weil wir beide groß sind, beide laut sind, lachen. Aber ich glaube, unterschiedlicher könnten Paula und ich nicht sein. Paula ist ziemlich prüde. Okay, ich auch. Paula war jetzt, glaube ich, schon 2-3 Mal verheiratet. Ist befreundet mit 1000 Ex-Männern, Ex-Freunden, wohnt mit denen zusammen, ja, geht ja auf Hochzeiten. Ja, stimmt. hat 3 Kinder. Ja. Hab ich nicht. Mucki haben wir noch. Ne, genau, Paula arbeitet als Friseurin. Ja gut, das habe ich jetzt, Laura, früher gemacht, aber das mache ich ja jetzt nicht mehr. Und ja, die ist halt sehr so mi. So sehr, also die lässt sich auch schön mal unterbuttern. Oder ist halt extrem sensibel in dem Sinne, dass die dann direkt rumschreit. Da habe ich, glaube ich, eine längere Zündschnur. Okay. Ja. Aber magst du deine Rolle? Ja. Ja, aber sie wäre nicht meine beste Freundin. was du gesagt hast, sie lebt ja auch oft und viel, oder sie lebt mit ihren quasi Ex-Partnern und Ex-Ehemännern zusammen oder hat da eine gute Freundschaft. Findest du, das geht im wahren Leben? Ja, safe. Das geht. Wenn Zeit vergangen ist und wenn es klar ist, also wenn, ich weiß nicht, man ist ja aus irgendeinem Grund, ist man ja zusammengekommen. Es war ja nicht nur der Sex, so im besten Fall. Ne? Da hat man sich ja auf irgendeine Art und Weise verstanden. Aber klar, es gibt einige Dinge, da täuscht man sich in Menschen, die haben sich verändert und man erkennt diese Person nicht wieder, dann will man den auch nicht mehr wiedersehen, dann trete ich den weg. Natürlich. Aber ich habe auch noch Kontakt zu Ex-Freunden und bin cool. Ich meine, ich bin jetzt auch 36, ne? Also ein Ex-Freund von mir, da war ich 21. Sie hat gerade ihr Alter verraten. 26 war. Ja. Scheiße. Also Freundschaft mit Ex-Lebensabschnittsgefährten ist durchaus möglich. Ja, ich kann verstehen, wenn jemand 24 ist und das gerade erst zwei Monate her ist, dass das dann nicht unbedingt funktioniert, verstehe ich. Aber ich glaube, desto älter man wird, desto möglicher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch befreundet sein kann, nicht? Echt? So unterschiedlich können Meinungen sein. Du nicht, ne? Straight dagegen. Gut, dass wir nie zusammen waren. unser gemeinsamer Fahrer Ali hat mir mal in einem Beispiel gesagt, er hat gesagt, also seine Mama hat ihm gesagt, man kann Feuer und Schwarzpulver nicht nebeneinander legen. Und da hat er vollkommen recht. This girl is on fire! So, weiter zu den privaten Fragen. Oha. Mucki. Der schläft. Achso, eigentlich waren die restlichen Fragen alle für Mucki, aber jetzt musst du sie beantworten. Oh nein.
Lass mich nicht in den Stich. Könntest du ein Leben ohne Hund vorstellen? Nein. Also nicht ohne Mucki vor allen Dingen. Mhm. Das ist auch so das Schlimmste für mich. Ich vermisse den schon, wenn er da ist. Mhm. Schlimm, ne? Ja, aber alle, die einen Hund haben, ich glaube, die können das verstehen. Ja. Also ein Hund füllt das Leben mit Leben, würde ich sagen. Ja, und vor allen Dingen, das ist so das krasseste Gefühl und die krasseste Sicherheit von jemandem, der die Liebe, Aufmerksamkeit und Treue schenkt. Weil es auch so eine hundertprozentige Liebe ist. Ob du hässlich bist, ja, schön, arm, ja, reich, krank, ob du stinkst, ja, ob du auf Toilette sitzt und gerade dein Geschäftchen macht. Es ist ihm scheißegal. Das findet er sogar schön. Ja. Naja, Hunde sind schon was Schönes. Ja. Ich habe eine coole Frage bekommen, die musste ich mir unbedingt aufschreiben. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Mhm. Ich mache sehr gerne oft Sachen zum ersten Mal. Gerne, weil ich gerne neue Sachen ausprobiere. Mhm. Ne? Also ich hatte ihn noch nicht. Also kann man ja auch noch mein erstes Mal rausholen. Das wäre dann mein letztes erstes Mal gewesen. Nee, ja, erstes Mal, ich war gestern bei Barack Obama. Bei Barack Obama? Barack Obama. Sure. Ja, du doch auch. Oder war das gestern? Vorgestern. Meine ich doch. Aber tatsächlich habe ich auch überlegt, was ich das gemacht habe. Mir ist auch Obama eingefallen. Wir sind zur Veranstaltung bei The Barrack gewesen. Ja, aber ganz ehrlich, also so eine Stunde ist, ja. Ich hätte aber mir gewünscht, dass dann so ein paar Zuschauerfragen vorher genommen werden, weil ich fand ja auch den Klaas. Ja, fand ich nicht so gut als Co-Kommentator. Nee, weil der war nicht so, also ich finde den toll als Typ und ich gönne ihn das voll, aber da hat mir jemand so auf Augenhöhe gefehlt. Das war, und der hat ja auch nicht wirklich gefragt. Der hat ja bestimmt auch die Richtlinien bekommen und so. Man weiß ja, nicht, ja, das. Ja. Ja, aber es wäre trotzdem schön gewesen, so eine Interaktion mit dem Publikum. Ne? Ja, ja. Ne? Oder? Du bist ja keine gebürtige Berlinerin, oder? Nee. Wo kommst du nochmal her? Norden. Ja. Lübeck. Lübeck. Schleswig-Holstein. Würdest du gerne in Berlin bleiben? Aktuell noch, ja. Ich habe am Anfang Berlin gehasst. War mir zu groß, zu dreckig, zu laut. Oh nee, es war so gar nicht meins. Ich bin ja nur wegen dem Job hierher. Und jetzt? Und jetzt liebe ich es irgendwie auch, weil Berlin so vielfältig ist. Aber dreckig und laut ist immer noch? Immer noch, aber kommt ja drauf an, wo du bist. So, es gibt ja richtig schöne Ecken in Berlin. Grunewald zum Beispiel, wunderschön. Alles so um Umgebung gibt so viel Grün und Land, so, ne? Pferde und alles, denkt man ja gar nicht. Dass schade, dass ich da nicht wohne. Ich habe nur die Scheiße die ganze Zeit auf dem Bürgersteig, die Penner, die da sind. Ja, gut, dann muss er aufpassen, wo du wohnst. Also meine Wunschvorstellung ist natürlich irgendwann, na klar, meine Stadtwohnung zu behalten und dann noch was auf dem Land zu haben. Und dann je nachdem, weil ich halt so ein Kontrastmensch bin von introvertiert und extrovertiert und ich beides brauche. Ich bin nicht weder Stadt- noch Landkind. Also es gibt ja Leute, die sich da rein kategorieren lassen. Ja. Bin ich nicht. Ich bin beides. Und beides extrem, auch beides extrem unterschiedlich, mal so, mal so. Also wenn du dann theoretisch ein großes Haus mal haben möchtest, auf dem Land, viel Natur, möchtest du auch mal Kinder haben? Ja, also wenn es passiert, aber ich bin mittlerweile auch so, dass ich mir den Druck nicht mehr mache. Das ist ganz witzig, wir hatten nämlich gerade eben, bevor wir dieses Interview angefangen haben, über das Kinderkriegen geschwätzt, wie das manchmal so laufen kann. Oder auch nicht. Das war unkommentiert. Oh, das ist hart. Das war noch weich. Jetzt reißt euch mal zusammen. Läuft weiter. Oh, okay, Entschuldigung. Du hast gesagt, so, du bist doch Single. Wie sieht denn dein Traummann aus? Mein Traummann? Ja. Gibt es da so eine? Das Ding ist, ich verstehe immer nicht, wenn jemand sagt, so mein Traummann oder meine Traumfrau muss so oder so aussehen, weil ich... Mucki, hier. Oh. Nein. Mucki, kommst du hierher? Hundeplatz. Hundeplatz. So ist fein. Hinlegen. Hinlegen. Weil ich finde, dass das was mit einem Vibe zu tun hat. Das kannst du... Deswegen, ja, das liegt an der Frau, sag ich doch. Ja, genau. Es liegt an der Frau, ganz oft. Klar, welche Auswahl sie trifft letztendlich, natürlich. Ja. Aber wenn
deswegen finde ich Dating-Apps auch so scheiße. Wie willst du den Vibe spüren? Hm. Mit einem Hi, hm. What's poppin', what's up, ja, safe, weil alle versuchen hier auf jung berlinerisch zu tun und hey, ich kenne das nette Szene-Lokal und bla 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 bla. Ja, wie gesagt, der Vibe muss stimmen und das kriegst du ja nur mit, wenn du jemanden kennenlernst und das weißt du auch nicht irgendwie, glaube ich, nach ein, zweimal Treffen, sondern das entsteht, weil am Anfang verstellt man sich doch noch. Kannst du sagen, was du willst? Am Anfang stellt man sich irgendwie von seiner, denkt man zumindest, von seiner besten Seite. Bei mir ist das oft die schlechteste Seite. Mhm. Und ich denke, das ist die gute, erfahre dann hinterher so, boah, Laura, du warst so nervig und anstrengend. Eigentlich wollte ich dich nicht wiedersehen. Ja. Und ich mir, okay, jawohl. Und ich sag mal so, ne, interessante Menschen kommen ja in verschiedenen Shape und Form. Ne? Also die können ja ganz unterschiedlich sein. Und wenn jemand interessant ist, dann ist er interessant. Und wenn das einen antriggert, dann kann das... Das Schlimmste finde ich gerade daran, dass wir gerade in dieser Gesellschaft sind, dass gerade Frauen, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal, Entschuldigung, Ladies, dieses Red Flag und der muss sofort weg und schießt den ab, weil der hat das und das und so gesagt. Also wenn es gar keine Reibungspunkte geben würde, wie langweilig wäre das, oder? Bestimmt. Und wenn man niemanden kennenlernt und gar keine Chance geben würde, langweilig. Streiten ist cool, man muss sich aber streiten können. Ja, und genau. Das lernt man auch erst nochmal ganz. Muss sexy sein später. Ja. Ja, weißt du was. So, da du ja so eine sehr komödiantische Person bist, hast du einen Lieblingswitz? Oh, ich kann absolut keine Witze erzählen. Nein? Null. Null. Wenn ich es versuche, verkacke ich es. Wie ist ein perfekter Tag für dich? Oh, perfekter Tag für mich. Lange schlafen? Ja, safe. Ausschlafen, aber man darf den Punkt nicht überschreiten, weil sonst bleibst du liegen. Hm. Weil dann gibt es, ja, gibt ja irgendwann ist es dann so, ja, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Passiert mir nie, aber... Naja, wenn ich Mucki habe, natürlich auch nicht. Ich muss dann ja. Also es gibt ja, deswegen habe ich einen Hund. Hm. Weil sonst würde ich liegen bleiben. Ja. Dann ist Brunchen. Am besten, der perfekte Tag wäre natürlich dann schönes Wetter, blauer Himmel, Sonne und so. Da sind wir ja relativ nah dran, ne, aktuell. Ja, ist ja gerade jetzt voll gut. Ja, ja. Badewanne. Also ich bade jeden Tag. Tatsächlich. Ja, und dann am Wasser... sein Essen, gutes Essen. Hm. Gutes Essen macht immer glücklich. Reisen, Sachen sehen. Ich liebe aber auch Action. Ich liebe das total. Hm. Also mit einem Speedboot irgendwie fahren, am besten noch selber dann fahren. Hm. Solche Sachen. Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, die ich gerne machen wollen würde, wäre auch sowas wie Bungee Jumping, obwohl ich mega Höhenangst habe. Aber einfach mal machen. Einfach machen. Nee, nie im Leben. Ich bin gerade in dem. Ich habe nur Angst um meine Knie tatsächlich, wenn ich da runter. Nee, das ist so natürlicher Überlebensinstinkt. Ja, deswegen hat man ja die Höhen. Also hat man ja die. Also ich habe ja einen Springerschein von der Bundeswehr. Also du bist ja schon gesprungen. Ja, und du hast es überlebt. Ja, aber aus einem Flugzeug ist es eine andere Geschichte wie dieses scheiß Bungee Jumping. Also dein Fallschirmsprung. Safe. Okay. Also das. Wollen wir das zusammen machen? Können wir auch machen. Ja. Aber also zusammen dürfen wir es nicht machen, weil ich habe die Lizenz nicht, um das Tandem zu machen. Ja, aber gemeinsam aus dem Flugzeug springen, das kann man machen, mit jemandem anderen. Ja, Tandem. Oh mein Gott, die Zeit. Halt. Spaß, da wurde ich auch schon, egal, anderes Thema, ja? Okay. So, wir stellen uns mal vor, wie deine Zukunft aussieht. 5 Jahre von heute. 5 Jahre. Was wäre für dich Best Case Scenario? Wo siehst du dich? Wo würdest du dich gern sehen? Bist du noch hier? Bist du woanders? Hast du dich irgendwie selbstständig gemacht? Wo stehst du im Leben? Also im besten Fall, aber 5 Jahre, guck mal, früher war 5 Jahre echt viel. Hm? Jetzt ist 5 Jahre so wie so eine 5-Tage-Woche. Ja, Zeit, wenn man älter wird, vergeht die Zeit rast. Schneller. Das ist unglaublich. Guck mal, wir haben jetzt schon wieder, was haben wir jetzt? Schon fast wieder ein halbes Jahr rum. Hm. So, das war doch gerade erst Silvester. Ich plane gerade meinen Winterurlaub. Siehst du, ich kann gar nicht so zukunftsorientiert planen. Ich lasse ganz oft auf mich zukommen und habe dann zwischendurch halt auch richtig Angst. Und dann denke ich mir, warum machst du das? Weil die Angst müsstest du nicht haben, wenn du planen würdest. Hm. Offensichtlich brauche ich es. Ich bin auch immer so alles auf dem letzten Drücker. Ja. Deswegen komme ich auch oft zu spät, aber ich meine das nie, das ist gar nicht böse gemeint. Alle denken ja immer so, das ist so ein richtig schlechter Charakter.
Aber ich habe voll einen guten Charakter, ich schwöre. Ich mag unpünktlich sein trotzdem nicht. Aber mich magst du trotzdem. Wenn du pünktlich bist. Aber dann mag ich dich mehr. Aber ich hab ja Bescheid gesagt, eine Stunde vorher Bescheid gesagt, dass ich 15 Minuten, und für 15 Minuten würde ich niemals... Heute mag ich dich voll. Okay. Du magst mich sonst nicht? Du bist manchmal schon später als 15 Minuten zu spät gekommen. Also, meine Antwort, auf die warte ich noch. Ach so, in fünf Jahren. Ja, wie gesagt, also was ich mir wünsche oder was cool wäre, wäre dann wahrscheinlich, keine Ahnung, so ein Haus auf Mallorca vielleicht, so. Weil immer gutes Wetter, nicht weit weg. Lernst auch viele Leute kennen, spricht ja die Hälfte auf Deutsch. So. Und ganz viele Projekte machen und weiter in der Hilfsorganisation sein, in der ich bin, und dort weitermachen. Bist du dann noch aktiv? Ja. Ja. Erzähl mal ganz kurz, in welcher Hilfsorganisation bist du aktiv? Smileshide, das ist für kriegstraumatisierte Kinder aus Syrien. Genau, und da war ich auch schon ein paar Mal vor Ort. Und er war ja jetzt auch durch das Erdbeben für die jetzt gerade doppelt und dreifach schlimm. Aber ja, da bin ich dann nach wie vor auch aktiv. Aber es ist halt auch eine traurige Arbeit, weil es letztendlich so eine Arbeit, so Tropfen auf dem heißen Stein. Obwohl, ich glaube, auch aus einer traurigen Arbeit kann man ja auch viel positive Energie rausziehen. Also sonst würde es ja wahrscheinlich auch nicht machen, oder? Ja, genau. Also für mich ist es schon großartig, wenn ich einfach nur ein Kind zum Lachen gebracht habe, weil ich da war und mir das Gesicht habe anmalen lassen, in der Trauer, in der sie sind. Und was ich meine mit diesen Tropfen auf den Stein, wir müssen zum Punkt kommen, ne? Dass... Lass durch Zeit. Ja, aber so geht es mir auch bei vielen Frauen. Wenn ich einmal... den so ein Lachen aufs Gesicht zaubern kann, durch... Auf den Punkt bringen. Ja, dann habe ich schon die Welt ein bisschen besser gemacht. Ja. Und wollen wir die Welt ein bisschen besser machen? Und ich bleibe immer noch am Ball. Damit die Welt besser machen. Lass uns die Welt ein bisschen besser machen. ganz oft wurde gefragt, du hast ja in den letzten Jahren... Du hast viel abgenommen. Ein bisschen. Du hast viel abgenommen. Wieso hast du es gemacht? Wie hast du es gemacht? Ich glaube, man darf, also wer abnehmen will, sag ich mal, darf nicht im Vordergrund stellen, und das ist schwer, zu wollen. Weil ganz viele sind dann so, die machen dann irgendwie 1000 Diäten und ich darf jetzt nur noch Haferschleim essen, aber das bringt ja überhaupt nichts. Dann isst du eine Woche Haferschleim, hast 2 Kilo abgenommen und isst danach wieder dein Fastfood und dann hast du das Doppelte drauf. Das ist halt einfach nicht die Lösung. Und es ist halt auch einfach, ich glaube, im Kopf fängt es an. Also gab es einen bestimmten Grund dafür, hat irgendwas ausgelöst oder hast du gesagt, irgendwann, ey, bin gerade nicht zufrieden, ich will was ändern? Ja, ich war nicht mehr zufrieden. Ich liebe Mode und ich wollte mich nicht mehr einschränken lassen, dass ich Klamotten benutze, um gewisse Sachen zu kaschieren. Sondern ich wollte Sachen tragen, worauf ich Bock habe. Und dann hat es im Kopf angefangen, so dass man sich halt auch einfach wohl... Ich habe mich halt auch nicht geliebt. So. Und ich glaube, wenn man anfängt, sich selbst zu lieben, dann tut man sich selbst zuliebe auch gut. Und dadurch ist es passiert. Würdest du sagen, dass du dich jetzt... besser fühlst, rein körperlich? Ja. Schon, oder? Also jeder, der mich kennt, ich bin ja eh ein Verfechter von gesunden Lebensstil und gesunde Ernährung und regelmäßig Sport. Ja, auch super. Alles in Maßen, alles. Ja, klar. Die Dosis macht es. Ist so, man darf alles. Das mache ich ja auch. Das ist ja das, was ich mache. Ich verbiete mir absolut gar nichts, weil dann weiß ich ganz genau, dann kommt es, dass ich dann auf einmal so eine Attacke bekomme, esse und dann sage ich, ja, jetzt ist es auch egal. Ja. So, und das darf es halt nicht. Ja. Also bei mir ist es so vielleicht, dass ich mir so einen Tag gönne, wenn ich meine Tage habe, weil, boah, oh Lord, dann ist alles dabei. Aber dann weiß ich auch, okay, das ist jetzt so und dann ist wieder der Rest des Monats okay. Ja, es ist ja wirklich so, die Medien versuchen ja auch heutzutage, gerade den Jugendlichen irgendwie einzureden, ist auch voll auch okay, wenn du so extrem übergewichtig bist, und ich will ja auch niemanden kritisieren oder so. Nee, aber... Aber es ist einfach eine gesundheitliche Einschränkung und das kann man nicht schönreden.
Also ich sag trotzdem, jeder so, wie er sich wohlfühlt, ne? Also ja, egal, natürlich, aber verkauf's nicht als gesund. Also es ist einfach bewiesen, dass du, wenn du einfach stark übergewichtig bist, ja, dass du frühzeitig an gewissen Erkrankungen... Pummelchen oder ein paar Kilo mehr finde ich jetzt nicht. Es muss nicht jeder ein Topmodel sein. Nee, safe nicht. Aber nein, wenn ich mir so manche Werbung oder manche Politikerin angucke, die... Für gutes Essen stehen, aber selber, sag mal, 60 Kilo locker Übergewicht haben, dann geht deine Vorbildfunktion so ein bisschen um die Ecke. Kotzen. Hast du noch Fragen oder gerade so eine unangenehme Situation? Nein, aber du darfst sehr gerne das letzte Wort haben. Ich weiß, wirklich? Das magst du. Ja. Ich habe immer voll gerne das letzte Wort. Also in erster Linie freue ich mich, dass du mich eingeladen hast. Freut mich, dass das jetzt mal zustande gekommen ist. Ja, dass es geklappt hat auch. Ja. Ne? Ja. Wie gesagt, ich bin halt nicht so leicht zu haben. Aber es war wunderschön, ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann, wenn sich gewisse Dinge ändern, vielleicht mal wiedersehen. Und sollte es irgendwann mal zu dem Tag kommen, dass du nicht mehr dabei wärst? Ja, und ich habe bei Frank gesehen, hier abonnieren, liken, kommentieren. Den Account, ja, ihr seid ja gerade drauf, macht das doch einfach. Ja, ich wollte gerade sagen. Die sind ja jetzt nicht irgendwo anders, sondern da. Also dann macht doch gleich, macht es doch einfach. Genau, schreibt rein, wem ihr als nächstes sehen möchtet, ob ihr Laura wiedersehen möchtet. Hm. Vielleicht auch in einer anderen Konstellation, ob wir noch jemanden dazu holen sollen. Oh ja, bei mir. Ihr wisst mal. Ja. Also, wir machen jetzt mal das Licht aus. Also, wir müssen halt raus. Hm. Tschüss. Echt? Ciao. Ciao. Ich glaube, das wird ein sehr lustiges Video.